Circa, circa. Heute war die Präsentation vom Tennisclub Rot-Weiß Berlin. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, also warum es ging? Ja, wir haben unser neues Sportkonzept vorgestellt mit der eigenen Tennisschule. Angefangen vom jüngsten Bereich nach dem Prinzip von Play and Stay für die U8, U10 und U12-Jährigen. Im Kleinfeld- und Midcourt-Bereich unser Kadertraining, den Leistungsbereich vorgestellt, wo Jugendliche aus dem In- und Ausland bis zu 20 Stunden in der Woche Tennis trainieren, 6 Stunden Fitness machen. Wir wollen an alte Traditionen hier anknüpfen. Wir wollen sportlich wieder die Nummer 1 in Berlin werden und mittelfristig auch wieder in die Bundesliga aufsteigen und die Anlaufstelle in Berlin sein für Leistungssport. Natürlich wollen wir auch unsere Infrastruktur verbessern, den Standard der Anlage für unsere Mitglieder aufwerten. Da haben wir erste Schritte gemacht. Wir werden das Seeufer hier reparieren, wir werden einen Mehrzweckplatz haben und vieles andere. Also ich denke, dass Rot-Weiß kurz über lang wieder die erste Adresse im Tennis sein wird. Deutsche Spieler sind sehr erfolgreich, sowohl damals als auch Herren. Was ist Ihr Gefühl? Ist jetzt Tennis mehr im Kommen in Deutschland? Ja, Tennis ist ja eigentlich nie weg gewesen. Natürlich die Zeiten Becker, Graf, Stich, die sind vorbei, aber grundsätzlich denke ich, sieht es ums deutsche Tennis gar nicht so schlecht aus, vor allem im Damenbereich. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass wir ja, kurz über lang aus der eigenen Jugendarbeit mit Spielern, die aus Berlin kommen, die hier trainieren oder hier ansässig werden, wieder Bundesliga spielen und vorbildlich sind für alle anderen Berliner Clubs im Tennis etwas zu leisten. Was muss noch getan werden, damit Rot-Weiß sportlich zu anderen Mannschaften in Deutschland aufschließen kann? Na, wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir unseren eigenen Nachwuchs so ausbilden, dass sie da mithalten können. Wir haben ein unglaubliches Potenzial an jungen Spielern in dem Bereich zwischen 12 und 15. Auch den aktuellen Berliner Meister U16 bei uns mit Max Kaiser im Team. Amala Tifovic, die Strombach-Geschwister, Rudi Mollecker. Also wir haben einige spannende Neuzugänge und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir kurz über lang mit diesen Spielern auch in den Jugendmannschaften und auch in den zumindest in den zweiten Herrenmannschaften und dann auch in der ersten Mannschaft Erfolg haben. Die Damenmannschaft, die wird das dieses Jahr zweite Bundesliga spielen? Beide unsere ersten Mannschaften, Damen und Herren, spielen in der Regionalliga Nordost eine entscheidende Rolle. Ich hoffe, dass wir um den Aufstieg spielen, dass wir vorne mitspielen. Nominell sind wir sehr gut besetzt und ich denke, dass wir da berechtigte Hoffnung haben, dass wir in die zweite Bundesliga aufsteigen können. Wann geht die Saison los? Die Saison startet am 1. Mai. Die Spiele gehen bis Anfang Juli mit einer kurzen Pause an Pfingsten und freuen uns auf eine spannende Sommersaison. Sabine Lisicki ist ja einer der Aufhängerschüler von diesem Club. Kommen Sie auch manchmal zum Training, zum Rot-Weiß? Ja, sie war im letzten Sommer dann wieder regelmäßiger hier, auch einfach nur zum Essen oder zum Training. Sie hat angekündigt, dass wenn sie in Berlin ist, hier bei Rot-Weiß trainieren möchte. Wir haben natürlich hier die Türen für sie immer auf. Wir haben auch durch unseren Leistungsbereich adäquate Trainingspartner für sie und wir hoffen natürlich, dass sie kommt. Sie ist auf jeden Fall gerne gesehen. Welche Turniere werden in diesem Jahr auf dieser Anlage gespielt? Wir haben unsere eigene Rot-Weiß Kids Trophy für die unter 8, unter 10, unter 12-jährigen Kinder. Wir haben das große Kundler German Open Anfang Juli, die Berliner Meisterschaften, natürlich auch diverse Freizeitturniere, aber die große Woche ist Anfang Juli, wo sich dann, denke ich, die Berliner Tennisszene hier tummeln wird. Bei dem Kundler Turnier, also bei Union Kundler Turnier, ja, da hat auch letztes Jahr Kachanov mitgewirkt, der ist mittlerweile Nummer 1 in Russland. Haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen und ich halte ihn für sehr talentiert, okay. Sascha Zverev ist momentan aus deutscher Sicht sicherlich so unser Wunderknabe, aber der junge Mann hat hier letztes Jahr sehr gut gespielt und gefällt mir sehr gut. Zverev war letztes Jahr nicht dabei. Also denken Sie, dass es vielleicht dieses Jahr kommen könnte oder wird das schwierig? Zverev war letztes Jahr nicht dabei. Ja, das wird man dann sehen. Das hat nicht in seinen Turnierplan gepasst. Er war eben in Wimbledon und wollte danach Pause machen.
spielt ja auch schon Herrenturniere und hat da schon größere Pläne. Ich denke, in 2015 haben wir einen besseren Termin, nämlich vor Wimbledon. Und dann ist er vielleicht in seinem letzten Jahr noch dabei, aber es hängt davon ab, wie er sich jetzt weiterentwickelt auf der Herrenrangliste, ob er dann überhaupt noch Jugendturniere spielt. Und welcher deutsche Spieler kann noch in diesem Jahr für eine oder andere Überraschung sorgen? Bei den Junioren oder bei den Herren? Bei den Herren? Bei den Herren. Oh, schwierige Frage. Ich sag mal, da sind natürlich die Alteingesessenen. Ich meine, Tommy Haas überrascht mich immer wieder, dass er mit 35 Jahren so erfolgreich spielt. Ansonsten gibt es im Herrentennis sicherlich ein bisschen Nachholbedarf. Und wie schwer wird es jetzt für solche Spieler wie Khachanov oder für Zverev, ja, da reinzustoßen? Also wie lange lange Zeit werden sie brauchen? Ein, zwei Jahre? Das ist so schwer wie für alle anderen auch. Manche schaffen es sofort, manche schaffen es nie. Schwer abzuschätzen. Ich denke, dass Zverev sehr gute Voraussetzungen hat. Der ist quasi auf dem Tennisplatz geboren, durch seinen größeren Bruder schon sehr viel unterwegs gewesen, auch auf großen Turnieren. Man merkt ihm den Druck überhaupt nicht an. Und ich denke, dass er einen sehr, sehr guten Weg vor sich hat. Dankeschön, Herr